Beschützer sein. Da bin ich mal gespannt. Da ist die Vita-Chamber. Ich speichere vorsichtshalber nochmal. Ihr wisst ja warum. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ich komme. Komm, Mr. Bubbles. Ich bin hin. Ich hab das Gefühl, das blüht mir jetzt auch. Komm, Mr. Bubbles! Ich folge. Mit dieser Story über meine Frau und mein Kind. Komm, gehen wir! Mein arme Moira. Oh, mein kleines Baby Patrick. Ich bin nur da. Ich renne nicht. Ich spaziere gemütlich. Der lebt doch noch. Ich speichere mal kurz ab. Und wir waren gerade kurz vorm goldenen Schuss. Ich bin soweit. Du lebst. Doch nicht. Juhu! Komm zurück! Gehen wir, Mr. Bubbles. Hol dir Adam. Er sieht traurig aus, Mr. B. Ja. Ich bin soweit. Fuchs du. Ich bin soweit. Ich bin ein braves Mädchen, Mr. B. Das weiß ich doch. Oh, Alter, die sieht nicht mehr so gut aus. Halt deine Sch... Das macht mich so was ganz Besonderes. Komm, gehen wir! Ich sehe Adam, Mr. B. Das ist eine Frau! Das ist ein Kind! Komm schon! Das war ein starker Engel, Mr. B. Oh, ich hoffe, wir schaffen das auch. Gehen wir, Mr. Bubbles! Du hast sie ganz gestohlen. Gib sie wieder her. Ich bin soweit. Ich sehe Adam, Mr. B. Ich bin soweit. Gehen wir, Mr. Bubbles. Na gut, Alter, die ist fast tot. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Komm, gehen wir! Ich hoffe, wir packen das. Ich hab mich doch gekümmert. Komm, Mr. Bubbles! Wo bist du denn? Ach, da! Oh. Hallo. Wenn eine der Kleinen fällt, kannst du einen Rüstungsschacht eine andere rufen. Aber jedes verlorene Leben ist eine Sünde. Theoretisch dürfte mich die Selbstschussanlage doch nicht mehr treffen jetzt, weil ich bin doch jetzt ein Big Daddy und die schießen ja nicht einfach auf Big Daddies, oder? So von der Logik her? Ach, super. Stimmt sogar. Aber wir hacken die natürlich trotzdem.
Damit die uns nämlich aushelfen, denn wir sind super Big Daddy. Wir sind so big, dass wir schon Puff sind. Wir sind Puff Daddy. Puff Daddy hört sich mal wie so ein alter Mann an, der an der Pfeife raucht. Ich bin der Puff Daddy. Ja, ja, damals war alles grün. So, jetzt gehe ich da runter, dann haben wir das schon... hey. Dann haben wir das schon mal gehackt. Das hier nehmen wir uns auch mal vor. Und eigentlich können wir doch jetzt eigentlich ohne Little Sister weiter, oder? Und dann an der letzten Station noch schnell eine holen. Geht das nicht? Das ist zumindest sicherer als, ne, und so. Ist mir schon ein bisschen peinlich, dass sie draufgegangen ist, aber ich glaube, das ist ganz normal. Vor allen Dingen, weil da so eine Überzahl kam an Viechern. Warte mal. So, so. Und dann da rein. So. Da haben wir den nächsten Automat. Ich laufe gleich zurück. Ich mache hier nochmal ganz kurz. Ach, guck mal hier. Verbandskasten ist natürlich nett, aber... Wir sind natürlich so gut, wir brauchen das gar nicht. Was passiert eigentlich, wenn jemand so ein Plasmid, so ein Big Daddy Plasmid an uns ausprobiert? Würde mich mal wundern. Aber wir haben ja jetzt auch dieses, diese komische Pampe drin, die uns wahrscheinlich immun dagegen macht. Auch gegen äußere Einflüsse. So, und jetzt hier einfach rüber, rüber und rüber. So, pass auf, dann holen wir uns da gleich noch eine Little Sister am Automat vorher. Einfach nur, weil wir es können und weil hier noch eine Leiche liegt. Wurde noch nicht von einer Little Sister aktiviert, gehe zurück zu einem Leuchtenden. Ach, okay. Ach, so läuft der Hase. Alles klar, wir müssen ja quasi Checkpoints ablaufen. Ach nein! Ach, da müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ach du Scheiße, ach nö, aber hier vorne war doch... Ach du Heilige, na, das kann ja lustig werden. Na? Bestimmt geht's dann wieder los und ich frage mich, ob die dann endlos Splicer darauf loslassen. Ich meine, für jede Little Sister dann einfach so einen Kurs absolvieren, wo man dann 20 Leute umbringt. Es gibt ja auch nicht unendlich Einwohner in Rapture. Komm schon, schneller. Ich hab auch noch Besseres zu tun. Kindergärtner unter Zeitdruck. Na los jetzt. So, dann speichere ich wohl gleich mal. Okay, die holt sie sich gar nicht mehr. Ich speichere trotzdem nochmal. Dann müssen wir den ganzen Weg nicht nochmal laufen. Dann können wir einfach laden. Lalala. Nur falls was passieren sollte. Ihr wisst ja, wie es ist. Ihr wisst ja, wie es ist. So, den Checkpoint kriegen wir dann gleich aktiviert. Na Gott sei Dank. Hör auf zu bummeln. Hast du schon eine Hausaufgabe? Hier, hier, aktivieren, aktivieren. Aktivieren.
liegt denn da? Ach, ne. Ein Gedingse. Guck mal, Mr. Bubbles. Wie denn? Die Ernte wird bestimmt die Splicer herlocken. Natürlich wird sie das. Ohrig aus, Mr. B. Ich bin ein... Ich sehe Eden, Mr. B. Ja, ja, laber du mal. Ich hab andere Probleme. Lauf nicht weg. Bist du bekloppt? Bist du bescheuert? Du kannst ja aber weglaufen. Hey, aktivier das. So, ich beschütze sie, aber ich speichere nochmal ganz kurz an. Checkpoint. Oder whatever. Speichere ich nochmal schnell weg. So, mach auf. Ich bin soweit. Hey, Kollege! Ich freu mir! Ich bin soweit! Der ist doch hoffentlich nicht sauer. Der ist doch hoffentlich nicht sauer. Der Big Daddy hat das Geschützding gerade wirklich die Lizister angegriffen. Ich glaube, es geht los. Okay, wir müssen hier rein. Das heißt, ich gehe mal da. Ach, so super, ist ja ein gemachtes Nest hier quasi. So. Wo bist du? Gehen wir, Mr. Ja, Alter, jetzt. Ich bin eingeklemmt. Ich komm nicht raus. Gehen wir, Mr. Bubbles. Wir gehen. Wer war das denn? Komm, Mr. Bubbles. Das ist doch wohl nicht der andere Big Daddy. Ich hoffe, die bekriegen sich nicht gegenseitig. So, was ich mal eben schnell mache. Natürlich wieder alles weghacken, was nicht nagelfest ist. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Alter, Alter. Ich dachte, wir haben Bioshock schon längst durchgespielt. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt schon längst durch wären. Aber offenbar sind da wohl einige Stellen, Passagen, die ich schon wieder ganz vergessen habe. So, jetzt darum. Jetzt müssen wir... Wir haben keinen... Jetzt darum. Ja, jetzt so rum. Und jetzt nochmal so rum. So, komm, Kleine. Ich speichere nochmal nach den Hacks. Da muss ich nicht nachher wieder hacken. Aber ich glaube nicht, dass sich die Big Daddies gegenseitig bekriegen. So, nochmal ganz alter. Ich komme hier aus dem Hecken gar nicht mehr raus. La, 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 la. Wahrscheinlich wäre Auto-Hacker manchmal günstige Variante, so rein zeitmäßig. Aber ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Die Frage ist, ob wir den später noch brauchen werden oder wie auch immer. Ich weiß nicht mal, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Dass ich Bioshock zuletzt gespielt habe, ist schon ein bisschen her. So, alles fertig. Speichere nochmal. Alter, ich speichere hier alle 2 Meter. Es tut mir echt leid. Ein Schnitt! Oh, ein Schnitt! Den Rock, ich bin so weit. Wo bist du? Mädchen! Komm, geh dir! Ach, da bist der. Gehen wir, Mr.
weiterbabbeln. Halt! Doch, na gut. So, den hacken wir uns natürlich auch nochmal ganz kurz. Wir müssen ja jede Hilfe nehmen, die wir kriegen können. Auch wenn wir uns da dafür durch um Kopf und Kragen hacken. Es tut mir furchtbar leid. Eigentlich nicht wirklich, aber ich sag das mal trotzdem so nonchalant. Hier müssen wir jetzt runter. So, und dann können wir da gleich nochmal runter. Und dann hier. Und dann müssen wir da lang. Und dann nur noch einen einzigen runter. Ich hab nicht so gemacht. So, den hackt man natürlich auch. Alter Schwede, ey, das gibt's gar nicht. Was ist denn das für ein Horrorparcours? Ich will doch nur Frank Fontaine töten. Ich will kein Big Daddy sein. Ich will die Little Sister nicht begleiten. Ich habe schon so viele gerettet. Wie muss das für Leute sein, die ganze Zeit Little Sisters töten? Und dann noch die ganze Zeit, da muss doch das Gewissen und so. Da würde ich mich als normaler Computerspieler sofort umbringen wollen. Na, wahrscheinlich nicht. Okay, pass auf, jetzt muss ich ein bisschen tricksen. Ich muss hier schon runter, dann muss ich da wieder hoch, dann muss ich da längs. Dann muss ich da wieder runter und dann muss ich da und dann haben wir's. Ich glaube, es geht los. Wo ist er hin? Ich bin soweit. Tja, ist weg. Gehen wir, Mr. Bubbles. So, ja, die Ernte wird Spleißer anlocken. Die Ernte wird bestimmt die Spleißer anlocken. Aber genau deswegen müssen wir hier nochmal ganz kurz durchhacken. So, la 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 la. Ich hoffe, in der Zeit greifen noch keine an. Die sind bestimmt freundlich und warten noch so lange. Okay, da kann ich den hier nehmen und dann einfach da runter. So, speichern. Mal wieder. Gehen wir, Mr. Bubbles. Na, die Kleine, Hauptsache die Kleine freut sich. Ich bin soweit. Na, endlich. Ich komme ja schon. Ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen. Komm, Mr. Bubbles. Ja, du hast gut reden, Kleine. Ich bin ja gerade ein bisschen unter mentalem Stress, weißt du? Ich bin so weit. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Was war das denn gerade? Gehen wir, Mr. Bubbles. Was will er denn? Komm, gehen wir! Scheiße! Komm, Mr. Bubble! Mach ihn kaputt! Mach ihn! Das hilft alles nix. Hilfe! Mir weh! Er tut mir weh! Ich bin so weit! Ich noch nicht ganz so! Den Reißverschluss auf, Mr. Bean! Zieh ihn auf! Hier, Mr. Bubbles! Boah! Alter, was will er denn? Wieso greift er uns an? Gehen wir, Mr. Bubbles! Die Mädchen bleiben besser bei dir.
dir als allein in der aufziehenden Dunkelheit. Gehen wir, Mr. Bubble. Der Elchkopf sieht vielversprechend aus. Wieso gehst du jetzt in die andere Richtung? Komm, gehen wir! Ja, warte mal. Kommen wir da irgendwo hin? Oh, Eve. Komm, Mr. Bubbles! Ich komme. Verbandskasten. Ich bin soweit. Ja, ich leider nicht so. Ich bin mental leider gerade ein bisschen angeschlagen und nervlich ein bisschen angespannt. Aber wir schaffen das ganz gut eigentlich gerade. Auch wenn wir bei der Rosie gerade ein bisschen in Panik... Ich bin soweit. Oder beim Bouncer ein bisschen in Panik verfallen sind. Das glaube ich. Nicht auf die Lügen von Atlas. Ich bin soweit. Jetzt ist es nicht mehr weit. Fontaine ist ganz in der Nähe. Gute Nacht. Schlaf gut, Kleines. Komm, Mr. Bubbles. Wie, da passe ich gar nicht rein. Ich habe über Weihnachten ein bisschen zugelegt. Da könnte ich vielleicht eine Arschbacke reinstecken. Gehen wir, Mr. Nimm das Adam-Erntewerkzeug. Fontaine wartet oben. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Vergewissere dich, dass du bereit bist, ihm gegenüberzutreten, bevor du weitergehst. Ich könnte jetzt gemein sein und eine Aufnahmepause machen, da würde sich der Zukunftskronk richtig abfacken. Das weiß ich jetzt schon. Ionisches Gel können wir hier auf jeden Fall ordentlich aufladen. So, Pistolenkugeln, die Eve-Spritze nehmen wir natürlich auch mit. Wir haben einen Gesundheits... Nein, ich brauche Adam. Das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo man sich wünscht, man hätte die Little Sisters ausgebeutet, aber wir werden es auch so schaffen für die Ehre. So, die Frage ist, wo haben wir das auf irgendeiner... Haben wir das auf irgendeinem Hotkey? Schrot. Splittergranaten haben wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. So, wir haben Bolzen mit Stahlspitzen. Die werden wir brauchen wahrscheinlich. Ionisches Gel werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Napalm schon eher. Oder Stickstoffgranaten sind wahrscheinlich auch gut. Film werden wir vielleicht brauchen. Ich weiß es nicht. Wärmesuchende Panzergranaten haben wir gar nicht. Ich guck mal ganz kurz, ob wir davon vielleicht eine mitnehmen können. Brandbolzen, Splittergranaten, 48, bla bla bla, alles voll. Wir sind eigentlich gut bestückt. Eve-Spritze, 9 von 9, kommen die Eve-Spritze, nehmen wir nochmal mit. Pistolenkugeln, Pistoleros, Stahlspitzchen, alles gut, Splittergranaten. Verdammt! Ich darf das gar nicht zugeben, aber ich muss eigentlich so dringend pinkeln. Aber ich mache doch jetzt keine Aufnahmepause so kurz vorm Ende. So, und Fontaine befindet sich also da oben. Jetzt erstmal die Waffen durchgehen. Ionischen Schrot. Explosivschrot haben wir einen. Da checke ich aber gerade nochmal. Wo ist denn der U-Invent? Genebank? Da. Explosivschrot. Haben wir sowas hier? Jawohl. So, 1 von 15 können wir da vielleicht... Ich weiß nicht, wie viel wir da tragen können. So, Explosivschrot. Ach so. So, laden wir gleich mal nach. Können wir jetzt noch welche mitnehmen? Nee. MG-Patronen. Haben wir und ansonsten auch Antipersonen-MG-Patronen. Pistolenkugeln. Panzerbrechende brauchen wir wahrscheinlich nur gegen Dingens. Da haben wir noch Antipersonen. Explosivschrot. Ich probiere es erstmal mit dem normalen.
Ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich speichere jetzt sogar nochmal einen richtigen Spielstand, weil ich so aufgeregt bin. Gott, bin ich aufgeregt. Oh, ich bin so aufgeregt. Hibbel, hibbel, hibbel. Boah, Endgame. Kaum zu glauben. 2,5 Stunden spiele ich schon. Auf zu Sarah. Oh je, Mini. Fontaine. Benutze Zorn. Aber natürlich nur bei einer größeren Ansammlung. Wir kommen zu Herrn Fontaine.